Hallo, mein Name ist Marie und ich hatte gerade eine Chi-Sitzung bei Jesus und ich wollte euch mal ein bisschen erzählen, wie das so ist und was das in mir verändert hat. Es ist sehr anstrengend, was ich nicht gedacht hätte. Also packt eure Sportklamotten ein. Ich habe zwischenzeitlich, um Blockaden vorwiegend in meinem Bauchbereich zu lösen, musste ich den Arm festhalten und zwar ganz festhalten und dagegen auch drücken. Da merkt man dann halt, wie sich Verhärtungen bei mir im Bauch halt gelöst haben. Es hat nachher dann, wenn wir aufgehört haben und in die Ruhephase kamen, es hat angefangen zu grummeln im Bauch. Die Bauchschlagader hat extremst pulsiert, vor allen Dingen als Jesus die Hand draufgelegt hat. Und ich bin klatschnass geschwitzt gewesen am ganzen Körper, was sehr untypisch ist für mich. Normalerweise schwitze ich nicht so schnell, auch beim Sport nicht. Und wie gesagt, man merkt schon, dass sich da was löst, dass was in Arbeit kommt. Ansonsten war ich noch bei zwei Geistheilungstagen und da hat sich auch eine Menge verändert. Und zwar eher so in meiner Weise, wie ich reagiere auf schlechte Nachrichten, die ankommen oder irgendwelche Sachen, die halt nicht so positiv sind. Da bin ich halt früher etwas hysterisch geworden und dann ging gar nichts mehr und ich war extremst wütend. Das ist nicht mehr so. Ich bin natürlich nicht begeistert. Aber ich reg mich kurz auf und dann komme ich auch wirklich wieder in die Ruhe und kann dann halt nach Lösungen in Ruhe suchen und die hoffentlich auch finden.